Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ich war hier gerade im Dschungel, also im Sumpf, und wollte da ein paar orange Gegner töten, aber es wimmt nur so von Zirten. Die trauen sich was, die Igen waren hier im Dschungel schon seit Angedenken nicht mehr, keine Ahnung was so los ist. Keine Level 60er Igen mehr, die leveln. Also so für Level 55 bis 60 gibt es fast keine mehr. Nur so Level 50 bis 51, 52. Das ist ein bisschen blöd. Ja, gehe ich halt dort nicht leveln. Gehe ich zurück ins Ork-Lager oder gehe woanders hin. Weiß jetzt nicht genau, was ich so machen soll. Los in den Fortkämpfen ist auch nichts. Das Sanarit-Kessel ist sicher jetzt schon 5, 6 Stunden so als Syrte. Die Syrten haben das eingenommen und lassen es wahrscheinlich so. Wir können das nicht zurückerobern. Es passiert einfach nichts mehr. Regnum ist von den Spielern wirklich momentan tot. Die Spieler wollen nicht, dass Regnum weiter existiert. Irgendwie so ist es so. Ich habe einfach das Gefühl, die Spieler sind selber schuld, dass sie momentan keine Motivation haben. Wahrscheinlich pisst es alle an, dass es jetzt neuen Boss-Schmuck geben wird. Auf Amunun wurden sie jetzt angekündigt und erstens sind sie mega schwach und zweitens sind sie einfach nur nervig. Und das ist halt demotivierend. Und deshalb haben wahrscheinlich ein paar Leute nicht mehr Bock. Oder fauchen nur noch andere kleine Leute an, die sie halt anfauchen können, die nicht melden oder so. Ich könnte jetzt kleiner Mond wieder ignorieren. Ich weiß es einfach nicht genau, wie es geht. Ich gehe mal hier irgendwo hinter einen Stein. Weil ich bin nicht so einer, der immer ignorieren muss. Ich habe es jetzt wirklich nur ignoriert, damit ich im Video gerade Ruhe habe fürs von ihr. Und ich weiß nicht, ob Del Ignor oder so. Del Ignor. Kleiner Mond heißt sie, oder? Kann man das irgendwo schauen? Ich dachte, man kann das irgendwo schauen. Irgendwo konnte man doch das schauen, aber wo? Das ist eine Frechheit. Hallo? Ich weiß nicht mehr, wie man der ignoriert. Ich schaue kurz, Moment. So, ich hab's. Unignor ist es. Es gibt eine gute Anleitung. Aber jetzt muss ich schauen, dass ich sie richtig schreibe. Ja, scheinbar ist es gegangen. Scheinbar heißt sie so, gut. Und wenn es nicht so ist, dann muss ich da nochmal im Video schauen, da sehe ich es ja. So, Syrten Samal. Okay, dann gehen wir mal nach Samal. Ich denke, ich werde jetzt eigentlich nur noch Reichsschlachten machen und so leben. Weil momentan geht es wirklich nicht. Jetzt habe ich ein paar Jäger getroffen, die mich besiegt haben mit Level 60. Also die waren herausfordernd. Das ist wahrscheinlich so Level 60 fast. Ja, nicht ganz wahrscheinlich Level 60, aber Level 60 ist inbegriffen in herausfordernd. Und die haben mich eigentlich relativ gut besiegen können, weil sie die ganze Zeit stunnen können. Die Jäger können halt recht schnell stunnen, können mich langsam machen und so weiter. Das ist ein bisschen blöd. Deshalb möchte ich eigentlich eher so ein bisschen im Party bleiben. Aber erstens, es levelt niemand in der Party. Zweitens, es will niemand in die Party und dann levelt dann. Drittens, es gibt niemanden, der levelt. Also ich treffe niemanden mehr an, der mit mir levelt. Also die Aniria, ja, die ist ab und zu noch da. So viele. Ja, toll. Da kann ich leider nichts machen. Recht viele. Das muss ich sagen, damit einfach mehr kommen von Nicken, von den faulen Arschlöchern. Tut mir leid, aber es ist wahr. Ein paar Leute sind immer am Bind und machen überhaupt nie etwas. So. Tja. Eben, die Community, die muss besser werden, damit Regnum auch besser wird. Die Leute von Engrid scheißt es wahrscheinlich an. Und
können deshalb nicht so gut entwickeln, wollen es irgendwie nicht so entwickeln. So, ich hoffe, ich schaffe es. Ich werde jetzt Kamikaze machen. So. Da ist ein Wächter. Die sind schwach, die haben auch Abimmer. Flammy. Probiert's nur. Leute, wurde wieder erweckt oder was? Komm. Kommt. Die haben Angst dafür von mir. Ich warte, bis er rausgeht. Ist er jetzt rausgegangen? Oder wohin ist er? Ah, da ist er. Gut. So haben wir ein bisschen mehr Chance. Jetzt hauen sie ab. Ja, sie wollen unbedingt abhauen. Dann jagen wir sie. Die haben so keine Chance. Du hast Flügel an Ritox. Cool. Und ich habe auch Flügel. Ich will ein paar Flügel anziehen. Yay! Sie müssen alle wissen, dass ich Drago bin. So. Yes, auch besiegt. Ich find's lustig, ich mache immer den letzten Hit. Ohne dass ich es eigentlich will. Ich dachte, die Bogenschützen greifen den an. Oder so. Ja, gehen immer auf mich. Aber gut. So. Ah, danke, dass du mich angegriffen hast. Dann habe ich auch Points bekommen. So. Er hat es nicht geschafft. Ich bekomme einfach zu viel Schaden. Ich muss jetzt wirklich Ding holen. Ich muss jetzt wirklich... So, es waren mehr, also es waren ungefähr... ungefähr 6. Ich weiß es nicht. Nein. Nö. So. Also von mir, er hat jetzt ja Dinge recht viele, ich sage nicht 20. Ich sage recht viele, also so, dass man halt ein bisschen mehr braucht, aber... Geil. Häschen. Voll mit zwei S. So. Drache. Nicht. Geil. Ich find's einfach lustig, sie werfen mich die ganze Zeit irgendwie mit solchen Sachen an. Sie wollen einfach nicht hinter, sag mal, die restlichen. So. Gut, die Community mault nur noch gegenseitig an, oder? Ich nehme es manchmal ein bisschen lustig ernst. Manchmal nehme ich es überhaupt nicht ernst, aber manchmal regt mich halt auch ein bisschen auf, weil es gibt wirklich Szenen, wo die Leute einfach übertreiben mit ihrer Malerei. Und getötet. Ich bin der Coolste, ich besiege alle Gegner mit Danke von den Iggen. Tut mir leid, aber ja, ich muss einfach töten. Ich bin der Töter, der Supertöter. So, das hat jetzt Concordia Escalatia. Ah nein, das ist die, ja, die Sirtin. Das hat jetzt der Ritox wahrscheinlich getötet. Man sieht es leider nicht. Und das ist auch gut so. Er ist natürlich auch der Stärkere. Das war links, ja, okay. Wenn man es so schon mal anschaut, eigentlich hat man es schon, so ist es so, Richtung Tor von außen. Dann ist es links, aber wenn er es wie es schaut, rechts.
So, und jetzt wo gehen wir hin? Gehen wir schon mal weiter? Okay. Schön, aber leveln mit 282 Erfahrungspunkte leveln wir hier nicht. Wenn wir sowieso so wenig töten. Genau. Many. Ich komme mit mir mit. Manny wird wahrscheinlich angegriffen, ja. Gut. Steht sicher auch irgendwo. Manny wird wahrscheinlich von den Eisen oder auch von den Zirten angegriffen. Die wollen jetzt eine Offensive machen, damit sie ihre Kristalle wiederbekommen. Ah nein, sie haben... Hä? Alcius hat einen grünen. Deshalb dachte ich's. Okay. Sie haben also beide noch, wollen aber uns, die Eisen-Edelsteine und die Igne-Edelsteine noch holen. Okay. Ja. So, etwas habe ich noch gemerkt, dass mein Headset langsam ein bisschen komisch klingt. Weiß es nicht, wieso. Scheinbar ist es einfach wegen dem RAM oder wegen der Übersteuerung. Ich hoffe, ich kann das wieder beheben, sonst ich hole ein neues Headset bald. Und eben das alte neue Headset, das habe ich da weitergegeben, das habe ich verkauft, weil es geht bei mir nicht gut. Also da habe ich fast eine Roboterstimme. Nein, so eine schlechteres Mono-Stimme. Weiß nicht, wie ich hinkriege, dass es 7.1 Sound ist und so weiter. Das ist nämlich Mono-Sound und ich habe alle 7.1 Stecker installiert. Ich habe alle Programme installiert. Ich habe alles gemacht, aber erstens wird es gezwungen, das ist blöde. Zweitens nerven die Programme nur mit Werbung. Und drittens Razer ist scheiße und überteuert. Oh, sie verschwenden jetzt ihr Geld. Das ist cool. Sie verschwenden jetzt ihr Geld. Aber Dur ist hier. So. Jetzt kein Paladin hier, ist nur Barbaren. Oh. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Ich will die Kleinen töten. Aber so, dass ich nicht angegriffen werde. Die Kleinen. Da ist ein Kleiner. Mann, ich sehe fast nichts von diesem Baum. Irgendwie haben die Hirten ein bisschen Probleme, also. Ich bekomme ein bisschen viel Schaden. So. Keinen Heiler hier. Ja, toll. Von wo kam der? Von wo... Wie kann der durch die Mauer angreifen? Wo ist der jetzt? Also ich verstehe gerade nichts. Vielleicht kann er doch oben herunterschießen. Ja, das geht wahrscheinlich. Ja, ich habe keine Chance so. Ah, Leute, hey. Ich bin nicht von Nützen jetzt gerade. Ich habe keinen Bock, David weiterzuhelfen. Auch heute Morgen habe ich keinen Bock, da wurde ich einfach scheiße angesprochen. Also, ja, der levelt einfach eine. Ja, ich levele halt. Ich werde nicht drei Schlachten machen, wenn ihr total unterlegen seid. Also bitte. Da müsst ihr einfach durchkommen und Verteidigung nicht angreifen. Sie meinen immer, die Icken müssen angreifen. Sie meinen immer, ja, wir müssen angreifen, dass wir eine Chance haben. Verteidigt doch einfach. Fertig. Ihr bekommt schon keine Emotion. Ich will auch leveln. Und Pech, dann werde ich ja blöd angesprochen. Ich habe einfach gar nichts zurückgeschrieben. Fertig. Und das ist einfach... das ist normal so. Leute wollen auch manchmal leveln und nicht da immer um den Scheiß kümmern. Und wenn die Hirten halt überlegen sind, dann sind die Hirten halt auch manchmal überlegen. Dann wartet ihr. Dann macht ihr halt auch nichts. Fertig.
Aber es ist wirklich manchmal mega scheiße, weil die irgendwann können, alle können 100% immer alles investieren. Am liebsten würden die irgendwie wahrscheinlich 99% zusammen sein, den ganzen Tag. Aber es gibt Spieler, die sind ganz wenig on. Und zum Beispiel es gibt Spieler, die sind ganz wenig on, weil sie keine Zeit haben, wie ich. Aber das macht sie nicht zu Noobs. Aber man wird immer wieder als Noob beschimpft oder als Feigling oder sonst irgendwas. Toll. Toll habt ihr es, wirklich. Also manche Igen sind wirklich sehr asozial hier auf dem Server. Also ich spreche jetzt wirklich zu denen, nicht zu denen, wo gut spielen. Also ich weiß nicht, ob ihr zuschaut und Igen seid, aber es gibt auch gute Igen. Und das ist wirklich toll. Es gibt sehr gute Igen. Aber genau manchmal habe ich das Gefühl, es gibt leider nur schlechte Igen. Aber wahrscheinlich seid ihr dann gerade nicht on. Aber ich hoffe es einfach mal. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Ob ihr als Alse oder als Syrte auch gut seid, aber nichts machen könnt, weil der Rest von den eurem Reich scheiße ist oder so, oder zu wenig oft on oder so Sachen. Nehmt mir mal Wunder, ob es wirklich dem Ende zugeht mit Regnum von den Fans. Weil sonst kann ich gleich aufhören. Also gestern war das, habe ich das Gefühl gehabt, man kann wirklich aufhören mit Regnum, weil die Spiele einfach nicht mehr zusammen sind. Die Spiele einfach mal auf Egoismus machen und auf asoziales Zeugs und deshalb nicht geht. Vielleicht geht es jetzt mal besser, ja. Ich werde auf jeden Fall jedes Mal leveln, aber auf Videos habe ich keinen Bock, wenn das die ganze Zeit so scheiße ist, keine Heile mehr herum sind, keine ja, keine Ausgewogenheit mehr. Es waren jetzt wieder 3 Barbaren dort, plus ich. Oder waren es 2 Barbaren? Vor allem, so hat es keinen Sinn. Wir Barbaren alleine haben dann auch mal wenig Leben. Und, Löwenhelm. Ah, sehr gut. Was ist jetzt los schon wieder? Blöder Chat. Ich will nicht so links dran haben. Ja, genau. Mach du mal so weiter. So, ich habe ein bisschen lauter, das stimmt, aber ich hoffe, es ist nicht schlimmer jetzt mit dem wie sagt man, die Überstimmung. Ja, machen wir kurz. So, der hilft kochen, der war hier. Seine Art Pfleger einfach fürs Essen und sonst nichts. Um 6 Uhr muss ich noch Pflanzen gießen, innen und außen, weil es ist sofort trocken, alles mögliche. Und sonst eigentlich nicht viel geredet, einfach mit dem Dachfenster noch, dass das am Abend aufgemacht wird und am Morgen dann wieder zugemacht wird. Muss ich auch noch machen. Also ich mache ungefähr schätzungsweise 75% von 5 mit WG-Bewohner und habe deshalb manchmal auch viel zu tun hier, weil sie einfach nicht so fit sind wie ich, mache ich das meiste, aber das ist auch freiwillig. Ich habe so gesagt, ich mache es ab und zu und ja, für mich ist es kein Problem. Also ich habe wirklich keine Mühe zu helfen. Ich habe zu Hause auch schon immer geholfen und werde es auch hier immer machen. Ja. Deshalb kommt einer der Pfleger. Also es ist so eine Wege, die völlig frei ist. Nur morgens wird das Morgenessen gedeckt und so von ihnen. Und am Abend wird einfach zugeschaut, da kochen wir selber, dass alles gemacht wird und so. Mehr nicht. Ist noch sehr angespannt, also entspannt. Effe. Alle wollen Effe. Aha. Du machst viel Schaden. Ja, ich hab die Buffs nicht. Boah. Puh. Also hier wäre auch ein Levelplatz für dieses Level. Nicht nur bei den Orks. Die Orks sind ein bisschen besser, weil sie zu nah zusammen sind. Aber eigentlich ist es hier sogar besser. Die Steingolems vielleicht ein bisschen ignorieren, weil die noch orange sind.
Die geben nicht mehr EP, wenn sie orange sind, die sind auch schwer. Und das war's. Aber hier sind manchmal Syrten unterwegs und eventuell ein paar Alisen. Das ist nicht so gut zu leveln. Deshalb eher bei den Orks oder im Sumpf. Aber im Sumpf sind noch mehr Syrten. Ja. So. Also gibt es eine Alisen-Invasion. Das ist gut. Dann nehmen sie nämlich die Edelsteine, also die Kristalle, die ja, hier raus, Juwele, und nehmen sie hier rein und wir können sie involvieren, weil sie einfach sind zum Involvieren. Ja, das ist nicht wegen WMC, das ist wegen dem Egoismus, was die Spieler manchmal haben. Die schönen Dreck, wenn sie angegriffen werden. Die sind lieber irgendwo bei Menrias, bei Algaros und bei Trelleborg als zu Hause und verteidigen. So sind halt manchmal die Ego-Spieler. Aber das hat man so wahrscheinlich einfach als Langeweile gelernt, dass sie einfach nichts machen im eigenen Reich. Das eigene Reich lieber involviert lassen und so weiter. Es ist schade, weil vor einem Monat war alles noch in Ordnung eigentlich. Zumindest das Mindeste. Aber jetzt ist der Moom alles weg. Es passiert einfach nichts. Den ganzen Tag passiert nichts. Herbrelli läuft. Okay, die waren jetzt wirklich... Vielleicht soll ich mitgehen. Ja, ich gehe mit. Ich helfe den Ecken. Was die anderen ja nicht machen. Und, ja, während des Levels, weil ich mich manchmal verstecke, weil ich AFK bin, habe ich die Flügel auch nicht an. Aber so werde ich auch eher, angegriffen, deshalb habe ich sie manchmal aus. Und jetzt sollte ich sie eigentlich ausmachen, wenn wir so unterlegen sind, weil es wissen alle, dass ich eigentlich der mit dem Flügeln sind oder ein anderer guter starker Spieler von Ignis oder von Syrtis. Von Syrtis hat einer auch diese Flügel und deshalb wollen sie mich natürlich töten, damit sie die coolsten sind. So, irgendwo hier ist jemand. Ich hoffe nicht ein Jäger, der unsichtbar ist und mich dann irgendwo angreift. Man hört so schlecht, dass es war wahrscheinlich weit weg. Also dann gehe ich einfach mal zu Herbrett. Ich weiß jetzt nicht genau, wie man das macht, wenn man nicht weiß, wo die anderen Leute sind. Aber ich denke schon bei Herb, aber sie greifen wahrscheinlich nicht an. Was wollen die Alsen, das regt bei sich sockeln? Also unten meint ihr? Oder wie? Die wollen das Rally wahrscheinlich stehlen einfach. Also wo geht es jetzt hin? Ja. Die wollen es einfach holen. Also bei ihnen bunkern, weil sie Angst vor uns haben. Wir könnten sie es ja wegnehmen. So, also. Ich traue mich jetzt etwas. Der Regen kann sich verpissen wieder. Und schauen wir mal, wo die Igen sind. Hallo Igen, wo seid ihr? Ja, wir sind hier am Band und pennen ein bisschen. Geht mal nach Manny und wird von Itsuna angegriffen. So, wir riskieren jetzt etwas. Das mache ich eigentlich jeden Tag. Katarisus. Okay. Okay, genau, niemand ist hier. Toll. Hat sich ja gelohnt. Dann mache ich halt wieder auf Ignore. Dann level ich halt einfach, dann bin ich schneller Level 60 und kann noch besser helfen. Es ist eher so, aber die Spieler verstehen das nicht, dass manche einfach leveln wollen, damit sie schneller Level 60 sind. Weil es passiert nichts mehr, man kann eigentlich mit drei Schlachten nicht mehr leveln, weil einfach nichts passiert. Und deshalb levelt man bei
Gegner ab. Das verstehen die meisten ja nicht. Okay, es geht nach Aggersburg. Gut. Dann gehen wir nach Aggersburg und schauen, dass wir ja nicht in einen Hinterhalt von Jägern geraten. Weil die Jäger so OP sind. Gegen schlechte Charaktere, gegen Level 51er. Also ich habe schon kein Problem, aber ich komme nicht ran. Das ist das Problem. Ich könnte 1 zu 1 ohne Stunts könnte ich locker an ihn ran und ihn killen. Aber es geht nicht, weil es zu viele Stunts gibt. Die Rektum-Entwickler haben da viel zu große Probleme gemacht. Das ist so eingebaut, dass man die ganze Zeit dauergestunt ist und so weiter. Das ist eine Frechheit. Ja, was soll ich jetzt machen? Soll ich das Relikt alleine rausholen? Oh Gottchen. Ignis, kommt mal. Muss ich jetzt reden? Ich will nicht im Band des Videos eigentlich schreiben die ganze Zeit. Ignis hat das Relikt. Leute. Gut. Freut mich. Ich will ihn noch ignorieren. Er ignoriert mich. Toll. Super. So, aber er weiß wahrscheinlich, dass ich sowieso hier hinreite. Da sind sie. So, das Relikt ist wahrscheinlich... Der hat sie in der Hosentasche. Aha, bin ich noch richtig angezeigt. So. Also. Dann gehen wir wieder zu diesem Fort oder so. Vor allem ohne Relikt wäre es natürlich besser, aber wir müssen das auch irgendwie wieder zurückgeben oder so. Oder einfach uns es lassen für uns. Ja, jetzt wird wahrscheinlich wieder nichts gemacht. Das ist wieder normal. Leider. Also wenn jetzt hier nicht passiert, ich möchte die Parts gerne ein bisschen kürzer machen, damit ich schneller hochladen kann. Und damit die Videos nicht abgebrochen werden plötzlich, weil irgendwie gar kein Internet mehr da ist. Ja, zum Beispiel jetzt laggt der gerade im Moment. Aber es ist nur er. Okay. Ja, und wenn jetzt etwas passiert, mache ich noch kurz ein bisschen weiter. Dann mache ich das Video auch ein bisschen länger. Weil ich habe es ja verdient. Was ist jetzt da? Ah, wir bleiben auf der Brücke, okay. Hm. Da ist ein Mafbna. Ein Alse. Der Chico. Okay, dann gehen wir wieder zurück. Der ist schon tot. Und der ist immer noch tot, das ist der andere. Lol. Er hat ihn umgebracht. Aber der war schon länger tot. Ja, der laggt jetzt wieder. Oder ich lagge. Weil meine Internetleistung ist mega scheiße. Yay. Boah, der Schaden an. 813 Schaden. Ha! Schon 10 von 25 Spielern aus Alsace besiegt. Der Chico... wo ist jetzt das Relikt? Da vorne. Okay. Ich habe keinen Sprint, aber ich werde Sprint nochmals einsetzen. Ja, das... Tu ihn dann, wenn du kannst. Chico Betrugo. Chico Betrugo. Kommst du mit? Ich will nicht allein gelassen werden. Weil genau dann habe ich keine Chance. Oh Mann, das... Boah, ich hasse die Bäume. Ja. Okay. Mann, da sind immer so Noobs. Ja. Soll ich jetzt wirklich einen Jäger angreifen? Das bringt doch gar nichts. Ja. Ich hau ab. Genau, und wir sind am 6. am Tor.
Ja. Ach, Männer, muss jetzt der jagen. Ich gehe unten durch. Ich will jetzt nicht noch herb gehen. Oh, der ist schneller. Das gibt's doch nicht. Ja, dann sterbe ich halt. Dann sterbe ich halt. Ich bringe mich selber um. Ich bringe mich jetzt um. Ich hab keinen Bock auf Jäger. Immer sind es die Jäger. Die Jäger sind einfach zu schnell mit ihren passiven und offensiven Schnelligkeitszauber. Ja, er ist zu schnell. Ach Menno, geh einfach weg. Ignoriere mich. So. Ich lasse mich jetzt besiegen. Bevor er kommt. Er kommt nicht. Doch, er kommt noch. Ach man, das macht keinen Spaß. Wirklich nicht. Jäger sind wirklich Spaßverderber. Die können so unfair sein manchmal. Ich will ihn nämlich nicht angreifen. Ich weiß, dass er wahrscheinlich schlecht ist. Aber, das interessiert mich gerade nicht. So. Ist er immer noch schneller? Ist er immer noch da? Okay, ist nicht mehr da. Ich bringe mich aber um. So. Gute Nacht. Schlaft schön. Bis zum nächsten Part, euer Dragobasel. Ah, ist es wirklich wieder mal wirklich blöd. Jetzt gehe ich zum Tor, mache den nächsten Part. Also, tschüss.